Sleepless. Hallo, liebe Wehrmöchen. Es ist so schön, dass unsere Gemeinschaft hier immer größer wird. Am Anfang war es schon recht einsam und nicht so leicht. Naja, leicht ist es immer noch nicht. Aber besser dank euch. Wir sind so viele geworden und werden hoffentlich auch immer noch mehr. Aber haben wir euch je erzählt, wie diese Verbreitung der Wehrhasen und ihren Möhrchen eigentlich begann? So, das muss mal erzählt werden. Auch damit die anderen Menschen und Kreaturen da draußen uns doch etwas besser kennen und vielleicht sogar verstehen lernen. Alles begann mit nur zwei einfachen Menschen, Black und mir. Niemals dachten wir zu diesem Zeitpunkt, dass eine kleine Entscheidung, die wir treffen würden, so große Konsequenzen und Auswirkungen haben würde. Aber so richtig gefragt, ob wir das überhaupt wollen, wurden wir eben auch nicht. Das alles kam einfach so. Es war kurz vor Ostern. Wie so oft verbrachten wir die Zeit im Orbiter, unserem Raumschiff, und flogen durch das Sonnensystem. Ordis, unser Schiffscomputer, informierte uns, dass der Markt neue Ausrüstung hätte, passend zu Ostern. Wir waren hellauf begeistert und schauten sofort nach. Unter vielen tollen Waffen und Dekorationen befanden sich auch Hasenohren. Unsere Augen wurden groß und wir freuten uns wie kleine Kinder. Als wir auch noch den Preis sahen, war klar, die müssen wir haben. Schon waren sie gekauft und aufgesetzt. Nach Ostern sollten sie nämlich wieder verschwinden und wir wollten diese tollen Ohren so lange wie möglich tragen. So begaben wir uns auf viele Missionen im Sonnensystem und erfreuten uns einige Tage an diesen tollen, langen Ohren, die wir auf den ersten Blick schon so lieb gewonnen hatten. Ostern kam und ging. Doch unser Hasenmensch-Dasein hatte damit begonnen. Auch wenn die Ohren für das Auge verschwunden waren. Wir waren keine Menschen mehr. Die Hasengene fraßen sich wie ein Parasit in unsere Gedanken und unser ganzes Dasein. Wir waren anders geworden. Hybriden aus Mensch und Hase. Es ist nur sehr traurig. Wir fühlten uns super. Aber als der Anfang einer neuen Rasse waren wir alleine. Eine Zeit lang war das auch gut und schön so. Wir brauchten niemanden sonst. Doch mit der Zeit wünschten wir uns Gleichgesinnte. Wir wollten eine Gemeinschaft gründen, in dem viele liebe Kreaturen zusammenkommen, sich helfen, zusammen spielen und einfach Spaß haben können. So verließen wir unsere alte Heimat und in einer frisch entdeckten neuen Welt unserem Wunsch, den Boden liefern zu können, den er zum Wurzelschlagen und Keimen so dringend benötigte. Alles schön und gut soweit. Nur eine Frage blieb. Was waren wir jetzt eigentlich? Black fühlte sich anders. Aber ein reiner Hase war er nicht. Vor allem fühlte er sich auch viel mächtiger als ein einfacher Hase. Und ich sah es auch. Er hatte sich verändert. Alleine seine Ausstrahlung war so anziehend, dass man sich nur schwer abwenden konnte. Sein ganzes Wesen war in der Lage, andere Kreaturen einzuhüllen und für ihn zu gewinnen. Beflügelt von diesem Anblick und voller Tatendrang durchstöberte ich alte, düstere Legenden, las so viele tolle und faszinierende Geschichten, bis ich auf die Lösung stieß, was aus uns geworden war. Wehrhasen. Black war sofort begeistert. Dies war die einzige Antwort auf die Frage, was wir nun seien. Rabbit arbeitete so hart daran, alles zusammenzubekommen, um uns ein Hasenloch für die Wehrhasen zu schaffen. Wir wollten hoch hinaus und weitere Welten erobern. Und Black war der Rabbit, der sich mit Ausstrahlung und seinen Krallen diesen Weg ebnete. Allerdings hat dieser Weg wie alles zwei Seiten. Die sonnige war, dass wir unserem Traum einer großen Wehrhasengemeinschaft näher kamen. Die schattige jedoch, dass wir eben Menschen beißen
und sie zu Wehrmörchen und manchmal sogar zu neuen Wehrhasen machen mussten. Und immer noch müssen. Klar ist das schmerzhaft. Man verletzt eine Kreatur. Zwar immer im gegenseitigen Einverständnis, aber eine Qual ist es trotzdem. Für uns auch, weil wir wissen, dass wir Schmerzen verursachen, die man sich wohl am ehesten noch so vorstellen kann, dass man unfähig nur zu blinzeln, bei vollem Bewusstsein einen Schmerz ertragen muss, der jedem Schmerz, den man bis jetzt verspüren musste, um ein Hundertfaches übertrifft. Vielleicht ist es annähernd vergleichbar mit dem Gefühl, dass dir zuerst unzählbare, stark erhitzte Nadeln nach und nach unter jeden einzelnen Fingernagel gerammt werden, in deine Augen und einfach deine gesamte Haut, um nach gefühlt unendlich langen Qualen dir die Haut langsam komplett von deinem Körper gerissen wird. Doch wer einmal dieses Blut auf der Zunge schmecken durfte, möchte nie mehr davon loskommen. Alleine, wenn der erste Tropfen die Zungenspitze berührt, ist es wie eine Explosion im Körper, die sich bis in jede einzelne Faser deines Körpers ausbreitet, schmerzt und gleichzeitig nach mehr schreit. Eine Stimme in deinem Kopf, die dich stetig drängt, weiterzumachen, zu fressen, zu verletzen, zu töten. Leider scheinen das nicht alle da draußen zu verstehen. Ständig jagen sie uns, wollen uns übertrumpfen, ja, sogar ausrotten, wieder zu Menschen und anderen Kreaturen machen. Aber unsere Anzahl wächst und wächst. Stetig. Aus den düsteren Legenden geboren, verbreiten sich die Wehrhasen und ihre Wehrmörchen immer weiter in den Welten. Leben und leben lassen, heißt es ja eigentlich so schön. Doch man lässt uns nicht. Wir wollen doch auch nur leben. Darum wehren wir uns. Hört ihr da draußen? Wir werden euch alle holen und genüsslich zerfleischen. Wir sind wie Sparta. Wir geben niemals auf. Und das war die Geschichte der Wehrhasen. Geschrieben von Black Soul Diana und natürlich auch vorgelesen von Black Soul Diana. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like für sie da. Schreibt etwas dazu in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, Vorschläge, irgendwas, was ihr einbringen wollt zur Geschichte, zu Sleepless von ihr. Ja Leute, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like für sie da. Und wer nichts mehr verpassen wollt, auch gerne ein Abo. Das war die Geschichte der Wehrhasen. Viel Spaß, haut rein und bis bald.